Hoffmann war einer der erfolgreichsten DDR-Fußballer. Er absolvierte 66 Länderspiele und schoss dabei 16 Tore. In diesem Jahr ist er 65 Jahre alt geworden und steht ab und an noch an der Seitenlinie in den Fußballferiencamps der Magdeburger Sportakademie. Und obwohl die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nun etwas jünger sind, kennen sie den Trainer ganz genau. Wir haben alles noch mal versucht, das im Spiel anzuwenden, was wir bei der Erwärmung gemacht haben, Ballführung. Wenn Martin Hoffmann im Sommerferiencamp in Magdeburg eine Ansage macht, wissen die Jungs und Mädels, wer die macht. Dass er ein guter Spieler war in seiner Zeit. Na, der hat doch bei Magdeburg gespielt. 1974 Europapokalsieger. Und nicht nur mit dem 1. FC Magdeburg war Hoffmann erfolgreich, auch mit der Nationalmannschaft. Olympiasieger, da hat er so ein schönes Tor gegen Polen mit einem Außenriss gemacht. Ja, 1976 holte der heute 65-Jährige Gold in Montreal. Die DDR-Kicker bis heute die einzigen deutschen Fußball-Olympiasieger. Im Endspiel hatten wir den Dritten der Weltmeisterschaft als Gegner. Und auch in der Qualifikation hatten wir die Tschechen damals eliminiert und die waren Europameister. Also von der Sache her ist dieser Olympiasieg aus meiner Sicht auch ganz hoch einzuschätzen. Im Finale gegen Polen gehen sie schnell mit 1:0 durch Hartmut Schade in Führung. Aber in Siegerlaune brachte das Martin Hoffmann noch nicht. In einem Endspiel, da hat man nach dem Einzel noch nicht den Gedanken, dass man das Spiel gewinnt oder dass man vielleicht verliert oder was auch immer. Zumindest ist es ein guter Start gewesen für uns. Und nach knapp einer Viertelstunde kann der einzige Magdeburger im Team weiter erhöhen. Hoffmann. Ein solches wunderbares Tor. 2:0 steht es. 2:0 ist erstmal eine Hausnummer. Sicher ist man in solcher Situation sicherlich nicht, aber man hat erstmal einen beruhigenden Vorsprung. Nach dem Anschlusstreffer der Polen macht Rainer Täfner den 3:1-Erfolg und den Olympiasieg perfekt. Dann wird ordentlich gefeiert. Mit Folgen. Sprich, dass man uns im Stadion vergessen hatte und wir mit Reinigungskräften, mit so einem E-Karren dann ins Olympische Dorf gefahren sind. Was heißt vergessen? Die waren alle weg und die waren noch da? Wahrscheinlich waren wir zu lange in der Kabine und haben zu lange gefeiert. Olympiagold, da hat man doch für später ausgesorgt. Der Millionär war vorprogrammiert, oder? Millionär an Glückwünschen, ja. Was gab es eigentlich für den Olympiasieg? Kann ich jetzt momentan gar nicht hundertprozentig sagen. Ich glaube, es gab für einen Olympiasieg für jeden Goldmedaillengewinner 12.000 Mark. Heute gibt es in harter Währung schon ein bisschen mehr. Martin Hoffmann ist immer auf dem Teppich geblieben. Die Jungs und Mädels im Sommercamp profitieren von seinem Erfahrungsschatz. Und seine Goldmedaille kommt wieder mit nach Hause in seine Erfolgssammlung zurück. Die zu Gold, sprich Geld zu machen, kommt für Martin Hoffmann auf keinen Fall in Frage. Richtig so. Die Leichtathletin